über die Frau Marianne Hitzler Winkeried sprechen? Ja, einen Moment bitte. Ja, hallo, Hitzler Marianne, wer ist da? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Joanna Hammer von der Firma Venatec. Von was? Von der Firma Venatec. Was ist das? Ja, sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich so nicht. Nein, Sie waren, gar nicht. Ja, ist gar nicht schlimm. Sie waren vor einiger Zeit so freundlich und hatten uns ein paar Fragen beantwortet zum Thema Gesundheit. Da wollten wir heute mal Danke sagen und haben uns natürlich auch was Tolles überlegt. Denn im Zuge dieser Aktion haben Sie nun die Möglichkeit, unser medizinisches Kopfkissen kostenlos zu erhalten. Was für ein Ding? Unser medizinisches Kopfkissen. Was ist das? Ein Kopfkissen. Ah, das habe ich verstanden, aber was ist ein medizinisches Kopfkissen? Ja gut, es hat medizinische Eigenschaften. Ne? Es hat einmal das medizinische Maß 40x80. Es ist antibakteriell und antiallergisch, also auch für Allergiker geeignet. Ja. Ich würde Ihnen das gerne mal erklären, denn Sie bekommen zusätzlich von uns auch noch einen 100-Euro-Gutschein. Meine Bitte wäre jetzt halt einfach nur, dass unser Gespräch aufgezeichnet werden darf zu Dokumentationszwecken. Das ist in Ordnung. Hey, wenn Sie das auch nicht stört, ist das okay? Ja, mich stört das nicht. Ich bin das ja gewohnt, ne? Ach so, Alter, dann passt es. Ja, super. Wunderbar. Ja, dann gebe ich Ihnen da erstmal kurz ein paar Infos von uns mit über auf den Weg, damit Sie auch überhaupt erstmal wissen, wer wir sind, ne? Also, ja. Ist ja ein Unternehmen, was medizinisch-orthopädische Schlafsysteme herstellt. Wir sind jetzt mittlerweile seit 1964 auf dem europäischen Markt vertreten. So lange schon? Ja, so lange schon. Uns gibt es schon sehr, sehr lange. Und das ist ja klasse. Ja, das stimmt. Da haben Sie absolut recht. Und das Produkt, was Sie von uns bekommen, zeichnet sich halt auch durch mehrere Vorteile aus, wie ich Ihnen das gerade schon erklärt habe. Zum einen haben wir das orthopädische Maß 40x80. Dadurch ist ja wirklich gewährleistet, dass halt nur noch der Kopf aufliegt und nicht mehr die Schultern. Das ist aber gemütlich, wenn der Kopf mit Schultern mit aufliege. Ja, aber gesund ist es nicht. Wer sagt es? Alle Ärzte. Wird Ihnen jeder Orthopäde bestätigen. Ein Orthopäde ist ja kein Arzt. Der hat ja nicht studiert. Naja, gut, aber er kennt sich ja mit der Anatomie des Körpers aus, ne? Also mein Arzt, der hat mal gesagt, weil ich immer so schlecht Luft kriege, ich soll mich hochlegen. Ja, das können Sie auch, aber Sie können ja auch hochliegen, ohne dass die Schultern mit aufliegen. Ja, wie denn? Naja gut, indem Sie ein etwas höheres Produkt haben. Und unser Kopfkissen ist zum Beispiel individuell anpassbar, also Sie können Füllmenge rein- und rauspacken. Ach, kann man das aufblasen? Nein, Sie können Füllmenge rein- und rauspacken, um für sich da die optimale Höhe zu finden. Aha, weil jeder was Mensch ist da ja drin? Da ist eine dreidimensionale Klimahohlfaser drin. Was für ein Ding, was ist das? Ja, das wird Ihnen so nicht viel sagen, deswegen warten Sie einfach ab, bis Sie das Kissen haben. Dann können Sie sich das genau anschauen. Da ist nichts, da ist keine Federn drin, oder? Nein, Federn sind da nicht drin. Alles ist schon gut. Federn sind ja nicht antibakteriell und antiallergisch und wir sind halt auch ein Unternehmen, was nachhaltig produziert, ne? Und wir wollen realistisch sein, Federn kommen ja auch irgendwo her, die kommen von Tieren, ne? Ja, aber die wachsen ja nach, die Viecher. Ja gut, aber die Frage ist immer, ob das so ordnungsgemäß gemacht wird, ne? Also, ja, das weiß ich nicht. Gänse gerupft werden und so, ich meine, es ist ja nicht in der Natur, dass die Tiere ihre Federn verlieren, ne? Für Kopfkissen. Ah doch, die mausern sich doch, die müssen das Federkleid doch erneuern. Wir haben hier Hühner im Garten, die verlieren immer Federn. Ja gut, aber der Großhandel kann ja nicht drauf warten, auf jede einzelne Feder, ne? Also dafür ist die Produktion, glaube ich, zu hoch. Deswegen haben wir uns halt einfach dagegen entschlossen, ne? Gegen Hühner? Nein, gegen Federn. Ach so, da ist gar keine drin. Nein, wir haben eine dreidimensionale Klimahohlfaser in unseren Produkten. Und aus was wird die gemacht? Aus was die genau gemacht wird, kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil das einfach nicht mein Aufgabenbereich ist, ne? Aber die müssen sich das vorstellen, das sind wie so kleine Sprungfedern, die gehen immer wieder zurück in ihre Urstandsform. Ah, jetzt da kann ich ja gar nicht ruhig schlafen, wenn das hin und her geht. Nein, nein, das bewegt sich nicht, wenn sie da drauf liegen, das passt sich an. Aber Sprungfelder, die gehen hoch und runter und hoch und runter. Das ist schwierig. Nein, nein. Also doch. So ist das nicht. Ich meine nur, damit Sie sich das vorstellen können, wie so eine Hohlfaser aussieht. Das ist ein Stoff. Also die passt sich an und wenn Sie quasi aufstehen, dann bläht sich das Kissen wieder auf. Wissen Sie, wie ich das meine? Nicht, wenn Sie da drauf liegen. Wenn Sie da drauf liegen, ist sie platt.
Ah, das ist schon mal gut. Also springt man, das ist ja nichts. Also wie gesagt, die Problematik ist, das natürlich jetzt am Telefon so zu erklären, schwierig. Deswegen kann ich Ihnen nur sagen, warten Sie ab, bis Sie das Kissen haben. Dann können Sie sich das ganz genau angucken. Und dann werden Sie natürlich auch verstehen, was ich meine. Sie bekommen zusätzlich zu dem Kopfkissen auch noch einen 100-Euro-Gutschein von uns, den Sie verwenden können, müssen Sie aber nicht. Das steht Ihnen natürlich frei. Die gesamte Aktion ist kostenlos und unverbindlich für Sie. Und ja, warum machen wir das? Weil es unsere Form der Werbung ist. Ne? Die Firma Venatix möchte einfach dadurch ein bisschen bekannter werden. Wir möchten gern, dass die Leute sich ein eigenes Bild von uns machen können. Ja. Und das können sie natürlich am besten, indem sie ein Produkt von uns zu Hause haben. Aber ne? Die Firma gibt es doch schon seit der 60er, müsste immer noch bekannter werden. Ja klar, warum nicht? Schaden tut das nicht. Beide, ja gedacht, da kennt man sich schon. Naja gut, wir arbeiten über die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist eine sehr effektive Werbung, aber auch natürlich eine längere Werbung, ne? Bis die Leute das ausprobiert haben, bis man über uns spricht. Also wir machen keinerlei mediale Werbung, nicht im Radio, nicht im Fernsehen, nicht in der Zeitschrift. Alles ist auch viel zu teuer. Naja gut, das ist eigentlich genauso teuer, ne? Also im Prinzip nimmt sich das nicht viel, weil wir ja dafür ein Produkt von uns kostenlos rausgeben, ne? Wir nehmen quasi unser Werbebudget und investieren es in Form eines Kopfkissens in Sie weiter. Aha. Ja? Also ich dann Werbung dafür mache? Das müssen Sie nicht, das steht Ihnen ja frei, aber das ist ja eine normale logische Schlussfolgerung. Wenn Sie ein Produkt bekommen, mit dem Sie zufrieden sind und Sie bekommen es kostenlos, dann redet man ja drüber. Na ja. Na? Das kehrt sich genau. Ja so, weil mein Mann, der kann ja nicht mehr laufen, der macht jetzt ein Riesenvermögen damit, dass der bei Amazon solche gefälschte Bewertungen schreibt. Du kriegst alle mädliche Sachen zugeschickt, geschenkt, machst Rückschrift 5 Sterne drauf und dann darfst du behalten. Ihr habt da auch kein Problem mit. Ja gut, das müssen Sie bei uns nicht machen. Also wir hoffen schon auf eine ehrliche Werbung. Ne? Wenn Sie zufrieden sind mit dem Produkt, werden Sie das natürlich vielleicht Ihren Freunden, Bekannten, Verwandten erzählen. Und wenn Sie nicht zufrieden sind, werden Sie das auch tun. Ich kann es dem Pfarrer erzählen. Na, oder so. Also letztendlich, ob Sie das jetzt jemandem erzählen, Frau Hitzler, ob Sie die Information weitergeben, das muss jeder für sich selber wissen. Ah ja? Na? Also das werden wir nicht überprüfen. Wir hoffen einfach, dass wir Sie zufriedenstellen können und dass Sie neugierig sind und das Produkt dann auch ausprobieren. Und letzten Endes, alles andere liegt in Ihrer Hand. Ah ja, ja? Das ist immer... Genau, und die Übergabe, die schaut halt wie folgt aus. Ein Schlafberater unseres Hauses bringt Ihnen das Kissen persönlich vorbei. Dafür nehmen Sie sich einfach eine Stunde Zeit. Das hat einfach nur den Hintergrund, er wird Sie dann nochmal über uns informieren. Er wird Ihnen das Produkt vor Ort nochmal so ein bisschen erklären. Er lässt es Ihnen auch direkt an Ort und Stelle da. Und Sie bekommen das natürlich von uns auch nochmal schriftlich bestätigt, wofür Sie schwarz auf weiß draufsteht, dass alles kostenlos und unverbindlich ist. Ne? Ah, kann, aber in einer Pandemie kann ich keine Leute einlassen. Er soll Klopfens vor dir legen. Naja, wir bringen ja ein Hygienekonzept mit, Frau Hitzler, ne? Ja, das haben wir ja daheim. Aber sehen Sie mal, Sie haben jetzt so viele Fragen gehabt, da ist es natürlich schon sinnvoll, wenn der Kollege Ihnen das auch alles ordnungsgemäß beantworten kann, ne? Ja, es ist immer gefährlich. Was bringt mein medizinisches Kopfkissen, wenn hinterher mal Katz krank wird? Ihre Katze? Ha ja, die ist immungeschwächt. Aber wieso sollte Ihre Katze denn krank werden? Wir schicken doch keinen Kollegen mit Corona zu Ihnen. Ah, das weiß man ja nicht, ob man das hat. Das ist ja das Hinterhältige da dran. Natürlich sind unsere Berater, die vorbeikommen und die Produkte vorbeibringen, alle tagesaktuell getestet und die meisten sind auch durchgeimpft, ne? Ja, gibt's da einen Nachweis drüber? Das weiß ich nicht, ob er Ihnen Nachweis zeigt, aber ich kann Ihnen das sagen, ne? Also, wir sind ein Unternehmen, was für die Gesundheit steht. Wir werden ja niemanden zu Ihnen schicken, der krank ist. Ah, das ist mal gefährlich. Die Regierung versucht uns ja alle umzubringen. Ist das jetzt die neueste Methode? Jetzt kommen sie schon nach Haus, weil man noch lebe. Ah, das sage ich im Pfarrer. Das sage ich meinem Pfarrer heute Mittag. Also wir haben eigentlich nichts mit der Regierung zu tun, Frau Hitzler. Ah, die Merkel, die hat's auf alle abgesehen. Das weiß ich nicht, aber letzten Endes hat das ja alles gar nichts mit uns zu tun. Wie gesagt, wenn der Kollege kommt, der hält auch Abstand, der trägt auch eine Mund- und Nasenbedeckung. Also wir versuchen sie natürlich gut zu schützen und wir wollen ja auch unsere Kollegen schützen. Ne? Ah, es ist ja gefährlich. Ja. Also da müssen Sie sich jetzt eigentlich keine Sorgen machen. Also es ist behind uns das eingerichtet. Wir wohnen ja im 4. Stock hier. Wir können ja beide nicht mehr so gut laufen. Die haben uns einen Seillift gebaut, dass wir die Einkäufe hochziehen können. Da kann ich das Kissen einlegen. Na, dann gut, können wir das hochziehen. Wir haben einen Seilzug gebaut am Wohnzimmerfenster.
Es ist ja alles so gefährlich geworden da draußen. Als nächstes kommen die Russen. Was sollen wir dann machen? Naja, gut, also weiß ich nicht. Also ich glaube, man darf sich da von dieser ganzen Geschichte auch nicht so unbedingt verrückt machen lassen, ne? Ah, das ist doch alles nicht mehr normal. Ist aber auch viel Geschwätz in den Medien, ne? Ah ja, deswegen ja. Also wie gesagt, die Problematik ist dahinter, dass wir Ihnen das schon gern persönlich mit auf den Weg geben würden, ne? Ah, es ist nicht nötig. Das braucht er nicht. Könnte man das auch mit der Post schicken? Es ist auch kein Problem. Da kann ich das also zwei Wochen auf dem Balkon liegen lassen. Da ist Corona auch weg. Naja gut, also so einfach ist es leider nicht. Ne? Ah doch, Päckle auf, Kiste nahe schmeißen, zukleben und wegschicken. Gibt nichts Einfacheres auf der Welt. Ja, aber das ist ja unsere Form der Werbung. Und zu unserer Form der Werbung gehört halt einfach auch, dass wir sie so ein bisschen über uns informieren dürfen. Weil das machen wir doch gerade schon. Ja gut, aber ich mache das natürlich nicht so ausführlich wie der Kollege, ne? Alles macht man, ich kann mir eh nichts mehr merken. Okay. Gut, also die Problematik ist, schicken kann ich es Ihnen nicht. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann, ich weiß nicht, ob da die Option bei Ihnen besteht, dass man das online macht. Dass man was macht? Online. Was heißt das? Übers Internet. Da haben Sie ja Kontakt mit niemandem dann. Ah doch. Jedes Mal. Die schicken mir immer E-Mails, dass ich Sachen kaufen soll. Ja, aber wir schicken Ihnen ja keine E-Mails. Ah ja, ein Kisse. Das können Sie mal schicken. Soll ich Ihnen mal E-Mail-Adresse geben? Also erstmal müssen wir Ihnen das erklären. Da kann ich, also kann ich mal das ausdrucken. Ich habe einen 3D-Drucker. Was, das Kopfkissen? Ah ja. Frau Hitzler, das geht natürlich nicht. Ah, mit 3D-Drucker. Also, da machen wir Schachfiguren mit. Ja, das ist doch super. Aber Kopfkissen können Sie sich natürlich nicht damit ausdrucken. Ah, das geht. Klar, ne? Was, ein Kopfkissen damit auszudrucken? Das kann alles drucken, das Ding. Ja, ich das glaube ich Ihnen. Ich habe einen Pfarrer Eugelpfeif nachgedruckt, die im Kaputtgang ist. Oder mein Mann besser gesagt. Ah, das klappt. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber ein Kopfkissen können Sie damit nicht ausdrucken. Ah, da muss ich mich beschweren. Das hat mir keiner gesagt vorher. Was, dass Sie damit kein Kopfkissen ausdrucken können? Ja, das ist eine Sauerei. Wenn ich mein Geld wieder habe, das sage ich dem Pfarrer. Okay. Das gibt's ja nicht. Trag das jetzt mal so ein, Frau Winkler. Dann würde ich vorschlagen, lassen wir das, weil nur mit der Post schicken tun wir Ihnen das Kopfkissen nicht. Ja, wann kommt es dann? Nee, wir schicken Ihnen das nicht mit der Post. Ah, dann brauchen Sie mal E-Mail-Adresse. Nee, Ihre E-Mail-Adresse hätte ich gebraucht, wenn wir das online machen. Es geht darum, dass wir Ihnen die Informationen über uns als Unternehmen ein bisschen mit auf den Weg geben wollen. Da haben Sie ja schon gemacht, 64. Ja, aber ich habe es Ihnen ja nicht so ausführlich mit auf den Weg gegeben, wie es eigentlich sein soll. Ne? Alles macht nichts. Ja, wir Alzheimer, kommen wir das eh nicht merken. Ja, ich trage das hier alles mal so ein und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Alles mache ich, lass keiner nein, das ist alles nicht mehr normal. Das müssen Sie ja auch nicht, das müssen Sie. Ne, wir draußen schon zwei Russen einzogen, das dauert nicht mehr lang. Naja gut, wie gesagt, lassen Sie sich da nicht verrückt machen von den Medien, ne? Ja doch, und sicher, ist ja nicht mehr normal. Naja gut, also letzten Endes muss das ja auch jeder selber entscheiden. Aber ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und bleiben Sie gesund. Und ich trage das, wie gesagt, hier so ein. Aufpasse, wenn die Russen kommen. Ne? Ja gut, ob die jetzt kommen, weiß ich nicht so genau. Muss aufpassen, die sind überall. Ja, das mag durchaus sein, da haben Sie recht, ja. Dann musst du die Leitpolizei anrufen, wenn einer sieht. Das ist nicht mehr normal. Die Russen. Ah ja, weißt du, was die vorhaben? Es gibt ja auch noch nette Russen, ne? Ey, Putin ist auch mal nett gewesen. Naja, gut, das ist ja lange her, ne? Ah ja, deswegen. Weißt du nicht, ob der Nachbar morgen nicht mit dem Quer rauskommt? Oder ob er den Hasenstall leer macht? Das ist alles, das weiß man ja nicht mehr. Also wie gesagt, ich trage das Thema so ein, Frau Hitzler-Winkler. Ja. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles Gute und passen Sie auf sich auf. Das mache ich. Sag's Bescheid, wenn was siehst, ne? Wir müssen uns informieren gegenseitig. Das machen wir. Ah, super. Super, dann alles Gute für Sie. Ne? Ah, mach's gut. Danke, tschüss. Alter, die lassen sich wirklich auf den größten Scheißdreck ein.